Landtagswahl im Saarland. Neuer Landtag wird noch linkslastiger. Saarbrücken. Heute wird im Saarland wieder der Landtag gewählt. Seit 8 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Etwa 800.000 Wahlberechtigte sind nach nur 2,5 Jahren aufgerufen, erneut ihre Stimme abzugeben. Zu dieser vorgezogenen Neuwahl kam es, nachdem im Januar die sogenannte Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen unter der Führung von Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer gescheitert war. 11 Parteien treten an. Letzte Umfragen sehen die CDU gegenüber ihrem letzten Ergebnis in etwa unverändert bei 34%. Die SPD legte zuletzt um gut 10 Prozentpunkte auf ebenfalls 34% zu. Beide wollen nach der Wahl eine große Koalition eingehen. Die Grünen müssen mit 5% möglicherweise um den Landtagseinzug bangen und die FDP erscheint mit 2% chancenlos. Noch 2009 hatten die Liberalen immerhin 9,2% erreicht. Auch die Linkspartei sinkt offenbar in der Wählergunst. Statt 21,3% wollten zuletzt nur noch 15% für Oskar Lafontaines dunkelrote Truppe stimmen. Die Piratenpartei, die zuletzt an Zustimmung verlor und in NRW im Falle eines Landtagseinzuges gar einer weiteren saftigen Diätenerhöhung zustimmen möchte, liegt bei 5-6%. Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass die sonstigen Parteien im Saarland sich seit Beginn des Jahres im Aufwind befinden. So sahen Umfragen im Januar die sonstigen noch bei 2%, im Februar bei 3% und im März bereits bei 4%, was auf eine leicht zunehmende Unzufriedenheit mit den etablierten Euro-Retterparteien hindeuten könnte. Lediglich die NPD wirbt hier mit einem Anti-Euro-Kurs. Sie erreichte bei der letzten Wahl 1,5%. Abzuwarten bleibt, wie sich die Geschehnisse rund um den vom Verfassungsschutz aufgebauten NSU sowie die zum wiederholten Mal durch etablierte Politiker geäußerten Verbotsforderungen gegen die Partei auswirken. Als weitere sonstige treten Familienpartei, Freie Wähler, Direkte Demokratie und die Spaßpartei Die Partei an, die beiden letzteren jedoch nur in einzelnen Wahlkreisen. Mit ersten Hochrechnungen wird nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr gerechnet. Über die wichtigsten Entwicklungen werden wir an dieser Stelle berichten. Beachten Sie dazu auch unsere Kurzmeldungen oben rechts. 21 Uhr. Das vorläufige amtliche Endergebnis ist nun verkündet und lautet: CDU 35,2%, SPD 30,6%, Die Linke 16,1%, Piraten 7,4%, Grüne 5%. Nicht in den Landtag schaffen es Familienpartei mit 1,7%, FDP und NPD mit je 1,2%, Freie Wähler 0,9%, Die Partei 0,5% sowie Direkte Demokratie 0,1%. Es fällt auf, dass bis auf die sich als Mitte bezeichnende CDU nur noch linke Parteien im Landtag sitzen. Die FDP verliert dramatisch und liegt gleichauf mit der NPD, der es anscheinend nicht gelang, der Verleumdungskampagne der letzten Wochen etwas entgegenzusetzen. Dafür ziehen die Piraten in ihr zweites Länderparlament ein. Besonders bemerkenswert dürfte das äußerst knappe Abschneiden der Grünen sein, die offenbar nur um wenige Hundertstel über die 5%-Hürde kommen. Der bereits im Voraus angekündigten Großen Koalition dürfte somit nun nichts mehr im Wege stehen.